Okay. Lady Mac. Du lernst noch was Neues. Gibt's auch jede Menge Bonusgold. Ihr seid auch noch Rang 3 Waldläufer. Ja. Dann nehmen wir dich doch mal. So. Keine Immunität nach erlittenen Schaden. Ah. Okay. Und ich gehe mal davon aus, dass wir uns hier jetzt nichts mehr kaufen können. Ne? Gut, ausgerüstet hat man ja alles. Na gut. Dann gleich mal los hier. Haben wir also einiges einzahlen müssen hier, aber nur gut, so ist das halt. Wir hatten ja schon einmal schon so ein verfluchtes Relikt, was sich dann aber gelohnt hatte. Dass wir eben mal durchkamen. Wieder an diese Klasse hier gewöhnen. Hier ist gleich das nächste sofort. Na, erstmal ungewöhnlich. Das heißt natürlich, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht sofort irgendwie in so einen Todes-Dunlock dann reinkommt. Vielleicht fünfmal getroffen oder so. Ich würde es mal vermuten. Okay, Challenge Run. Mal her damit. Die richtige Höhe zu erwischen hier. Das ist aber häufig schießen, mein Freund. So, nee, ich denke, das war jetzt die komplette obere Wand, diese hier. Okay, war mal relativ leicht hier. Aber gut, ist ja auch noch im ersten Bereich. Mal mehr Empathie dafür. Also ist so viel leichter, muss man sich ja eh nicht mehr. Also wenn dann wirklich dieser Multiplikator abnimmt, dann was macht das für einen Sinn, das so leicht zu machen? Aber gut.
schon oft probiert. Ich weiß nicht, ob wir das jemals geschafft hatten. Ah, was muss man machen? Geht sich bei Treffern wieder auf. Treffer bei Gegnern, wenn wir getroffen werden. Da kommen jetzt, denke ich, ganz. Achso. Warten, dann einfach. Wenn ich schon ein Challenge war. Was mit dem Magier vor? Ich denke, der kann noch was anderes, ne? Also das. Ja. Okay. Mal den Stuhl nicht vergessen. Und noch mehr Empathie, ja? Da war eine andere Belohnung, mal mir langsam mit schöner, aber na gut. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie man halt diese nächsten Herausforderungen dann mal mit freischalten könnte. Das wäre natürlich auch was. Ah.
Aber vielleicht brauchen wir auch erst diesen Goldrang oder irgendwie, bevor das dann soweit ist. Gibt es einen Grund, warum wir so viel... Entschlossenheit jetzt haben? Okay. Handel des schweren Steins. Tinktur der Raserei. Dann gib mal her. Während du nun bist, ich gehe mal davon aus, dass sich das nicht ganz ausgeht oder wird einfach die Zeit dann trotzdem genommen? Ja. Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Okay, jetzt nochmal hier zurück. Grabesglocke. Wissen des Kosmos. Dann gib uns mal das Ding. Du hast eine 25% einen tödlichen Treffer zu entgegen. Ja. Boah. Jetzt gerade erst noch mal wieder. Ist einfach nur nicht gesehen. War doch jetzt ein Crit. Oder haben wir irgendwie einen speziellen... Naja, das ist ja direkt den Kopf treffen, wahrscheinlich eigentlich keinen. Das geht nur bis zu mir, nicht bis nach unten. Das bin ja also wieder normal zurückgehen. Einfach schon alles erwischt hätten. Aber offensichtlich nicht. Okay, ich habe keine Chance.
So. Wahrscheinlich auch eine ganze Weile. Man sieht zwar bis jetzt bei vielen Sachen noch nicht so speziell oder so extrem gelungen aus der Run, aber man muss natürlich auch schon sagen, wir haben schon wieder 4000, wir sind praktisch noch bei vollen HP. Das darf man schon mal nicht unterschätzen. Durchaus Potenzial hier. So, dann da hoch. Hier. Ein kleines Teilchen da unten mal noch. Wie kommen wir da am schnellsten überhaupt hin? Wahrscheinlich von da aus. Oder? Na, ich will schon mal schauen, was da ist. Wenn das noch mal eine weitere Feen-Truhe oder sowas ist, dann lohnt sich das, denke ich mal, schon. Eine Feentruhe, aber eine Truhe. Oh. Interessant. Diesmal war selbst bei der Truhe selbst dann sozusagen Stacheln gewesen. Na gut. Ja, das trotzdem hinbekommen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist hier natürlich auch ein Teleporter. Okay. Ja, fast 5000. Was ist hier? Was ist eigentlich hier drin? Achtung, die Brücke ist im Wandel zum Opfer gefallen. Dem Wandel. Und weil Abschnitte der Brücke dauernd ihre Plätze tauschen, haben die Estuare es als zu gefährlich befunden, Vorräte in die Dörfer außerhalb zu schicken. Die Leute schaffen es nicht bis zur nächsten Erntezeit, wenn wir nicht helfen. Ich möchte daher, dass du einen Aufruf zur Freiwilligenhilfe startest. Wir werden die Lieferungen anführen, wenn es sein muss.
Für den Übergang wirst du ein Erbstück brauchen, das sich im Turm des Torhauses befindet. Der Eingang liegt direkt über dem Tor zur Zitadelle. Es ist zwar eingestürzt, aber vielleicht kannst du ja einen anderen Weg in die oberen Stockwerke finden. Und denk daran, das hier nicht herum erzählen, die Estuare werden das nicht gutheißen. Manchmal frage ich mich, ob sie nicht vielleicht sogar wollen, dass die Leute verhungern. Aber darum geht es hier nicht. Vielleicht können wir mit dieser Aktion beginnen, für unsere Vergangenheit zu büßen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass er damit das hier meint. Ist es, denke ich, nicht mehr. Wir können den ausschalten, glaube ich. Na komm. Schon eher hier. Okay, also muss man darüber, was ja okay ist, muss man bloß wissen, dass das so ist. Okay, diese Boxen sind wirklich extrem klein hier. Die muss man erstmal treffen. Ich würde immer noch gerne wissen, warum unser Gold-Gain jetzt nochmal hochgegangen ist und dass wir irgendwas aufgesammelt haben, was für mich so klang, als ob er das hätte auf erhöht sein müssen, aber wer weiß. So. War die Wahrscheinlichkeit. Und ja, ich weiß über den schnellen Cancel und solche, das habe ich probiert, aber es ging sich leider nicht aus. Ah! Gemein, gemein. Aber bis jetzt immer noch volle HP. Das ist auch mal eine gemeine Sache hier. Irgendwann schon mal irgendwas da hinten treffen.
dann einfach mal hier hin. Hier ist, denke ich, dann auch nur wieder Buchautor. Aus irgendeinem Grund kamen die jetzt nicht raus. Was also wieder weggegangen sind. Da oben muss eine Truhe sein. Ja, Guardian. Aber du hast nicht damit gerechnet, dass wir... Okay, gut. Die einfach überall durchschießen können. Das kennen wir ja schon. Einer mit Armor. Offensichtlich du. Materialien. Weil er auf einmal besiegt. Was sagen wir irgendwo? Müssen wir ihn nochmal erwischen, oder? Durchaus etwas anspruchsvoller jetzt hier die wir brauchen. Wir haben lange nichts mehr zu essen gefunden. Sache hier. Okay, aber man muss sich nur beschweren. Jetzt haben wir deine Fähigkeit gerade eingetauscht, oder? Oh! Ah, das ist natürlich eine Death Trap jetzt für uns. Weil ich kann zwar hier diesen Sprung raus canceln, aber ich kann da keinen großen Sprung mehr machen. Okay, das ist natürlich gerade eben verschwendet, aber gut, so ist das halt. So lernt man gewisse Sachen halt. Ja, unseren
Wobei ich nicht weiß, ob man damit hätte die Truhe öffnen können, aber unser normales Efeu-Gewächsding da hinzubauen, hätte wahrscheinlich eine Möglichkeit gehabt. Aber nun gut.